Ja, moin Freunde, herzlich willkommen in einem neuen Video. Und zwar geht es heute um den Siemens Staubsauger. Den will ich euch jetzt gleich mal vorstellen. Ja, und zwar ist das der Siemens Z7 Family. Und zwar, was mit dabei ist, einmal die normale Düse. Dann haben wir hier noch eine Fugendüse und eine Polsterdüse. Die kann man hier am Rohr direkt festmachen. Und was halt ganz geil ist, ist hier der Griff. Und was noch dabei ist, ist hier eine extra Parkettdüse. Die hat hier auch nochmal so eine Gummilippe. Also für Parkett und Fliesen. Ja, genau. Und zwar, was auch noch ganz schön ist, der hat hier rundherum so einen Gummibumper, dass der auch nicht an den Kanten irgendwo stößt. Genau, und einmal hinten drin haben wir einen HEPA-Filter, einen sogenannten HEPA-Filter. Der eignet sich auch für Allergiker. Und zwar, bei dem ist das Besondere, bei den Siemens, den kann man sogar reinigen. Also den kann man nach ein paar Monaten unter Heißwasser ausspülen und trocknen lassen und dann kann man ihn wiederverwenden. Bei fast allen anderen Herstellern muss man sich einen neuen kaufen und die sind etwas nicht so kostengünstig. Genau, vorne haben wir halt den Staubsaugerbeutel. Was gut ist, ist hier passen sogar XXL-Beutel rein, also die halten dann sehr, sehr lange. Genau, und hier kann man halt die Stärke einstellen, je nachdem, was man saugt, Teppich, Laminat oder Polstermöbel. Genau. Genau, wie gesagt, zu den Staubsaugerbeuteln nochmal. Zwar kann man sich die Originalen holen oder man kauft sich die nachgemachten bei eBay oder Amazon. Da kosten irgendwie 20 Stück 11 Euro und das ist dann sehr kostengünstig, anstatt sich die Originalen zu holen und die sind eigentlich qualitativ genauso gut. Dann, was hier noch sehr geil ist, das Stromkabel. Das wird hier einfach so rausgezogen, das hat keinen Knopf mehr, wie bei den normalen. Zieht man so in der Länge, wie man es haben will, oder man zieht einmal und zack, fährt er sich automatisch rein. Und das Geile ist, das hat ein XXL-Kabel, also wir haben hier ungefähr eine 70 Quadratmeter Wohnung. Und wenn ich das Kabel ganz ausziehe, reicht das für die komplette Wohnung. Dann, was auch noch sehr geil ist, der Stab, der lässt sich sehr, sehr weit rausziehen. Was ist das jetzt hier so die Normallänge? Dann kann ich hier halt zack und ich kann ganz gemütlich normal aufrecht stehen und kriege keine Rückenschmerzen und kann dann optimal zack saugen. Dann was das Geile ist, der hat sehr schöne Rollen, also der rollt über Laminat, Fliesen, Teppich ganz normal und der hat so eine 360 Grad Rollen. Ich zeige euch das einmal. So gut, doch. So kann man das ungefähr sehen. Ja, einige Bewertungen dazu sagen, der ist ziemlich groß, aber man kann den so hinstellen und die Düse hier vorne reinstecken oder so hinstellen und die Düse hier, wie es eben war, reinstecken. Ja, und zwar die Farbe hat auch einige gestört. Ich meine, das ist so ein Rot-Orange-Ton, kann man nicht genau sagen, was das für ein Farbton ist, aber mich stört das nicht jetzt. Genau, und die Saugleistung, die ist echt top, also der ist auf vollster Stufe, ist ja auch nicht so laut, wie einige sagen, aber so, mir gefällt der, das ist 1A. Und was das Gute ist, natürlich Made in Germany. Also, Top-Gerät kann ich Ihnen empfehlen. Dann teste ich den einmal für euch. Und zwar machen wir erstmal auf niedrigste Stufe, damit ihr so einen Vergleich habt, ungefähr von der Tonlage. Das ist jetzt allerniedrigste Stufe. Und das ist die höchste Stufe. Also der ist deutlich leiser als mein alter. Genau. Also ich bin top zufrieden mit dem Staubsauger. Und ich musste mir leider einen neuen holen, weil unser Alter, das war so eine No-Name-Marke, der hat irgendwie 60 Euro oder so gekostet. Und der hat jetzt 4-5 Jahre gehalten und ich meine, das ist schon gut für so ein No-Name-Teil.
Ja, und jetzt dachte ich mal, investiere ich mal in was Teurem und dass der mal länger hält. Genau, der hat jetzt, ich glaube, der kostet normal 170 oder 160. Und ich habe den bei Saturn hier in Hamburg gekauft und da habe ich dann 150 bezahlt, weil die hatten da gerade so eine Aktion und dann habe ich mit dem Verkäufer noch ein bisschen gehandelt, weil er den mir halt, ich habe mehrere getestet und mich beraten lassen von ihm und er hat mir dann diesen hier empfohlen und ja, da habe ich dann noch mal ein kleines bisschen gehandelt und habe ihn dann halt noch mal 5 oder 10 € günstiger bekommen. Ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen und schlag dazu. Ich verlinke den euch von Amazon. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert und bis zum nächsten Mal.